Hallo liebe Modellbahnfreunde, in diesem kurzen Video möchte ich euch ein neues kleines Projekt vorstellen, welches mir schon länger im Kopf herumschwirrte. Bei dem Projekt handelt es sich um eine kleine Schreibtischanlage zum Rangieren, Spielen und Lokomotiven testen. Als Grundlage möchte ich hier das Timesaver-Konzept einsetzen. Bei diesem Anlagenkonzept dreht sich alles um das Rangieren von Waggons. Dazu werden auf der Anlage Waggons platziert und gleichzeitig für jeden Waggon ein neues Ziel festgelegt. Die Waggons müssen dann so schnell wie möglich zum Zielort rangiert werden. Zudem kann man damit auch verschiedene Züge zusammensetzen oder einfach nur Lokomotiven testen. Die Schreibtischanlage soll von den Maßen her kompakt aufgebaut werden und dadurch auch transportabel sein. Als Größenvorgabe habe ich hier eine Länge von ca. 80 cm sowie eine Breite von maximal 30 cm vorgesehen. Die Basis der Anlage ist ein Reststück einer Kiefernholzplatte mit einer Stärke von 18 mm. Auf der Unterseite der Kiefernholzplatte habe ich seitlich zwei Leisten aufgeschraubt, um dadurch später die Technik verstecken zu können. Im nächsten Schritt möchte ich euch hier den Gleisplan zeigen. In der Rangieranlage können ca. 3 bis 4 Waggons platziert werden. Zudem habe ich in der Mitte der Anlage eine kurze Umfahrung vorgesehen, sodass ich die Lok an das andere Ende des Waggons setzen kann. Ich denke, damit kann man schon ein wenig rangieren. Zudem lässt sich auf dem unteren Gleis ein Zug in einer vorgegebenen Reihenfolge bilden. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Zugegeben, ein wirklich kurzes Video. Im nächsten Schritt werden wir dann eine Korkmatte auf die Kiefernholzplatte aufkleben sowie die Gleise auslegen. Jetzt seid ihr gefragt, habt ihr noch Verbesserungsvorschläge zum Gleisplan? Lasst mir dazu doch gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.